Hallo Leute, heute Sprintdistanz in Wels. Nicht viel Blabla, es geht gleich los mit dem Rennen. Viel Spaß mit dem Video. Swim war ein Einzelstart alle 15 Sekunden. Geschwommen wurde in der 18 Grad kalten Traun in Stromrichtung. Daher ist die Zeit so schnell. Bei mir waren 760 Meter in 9 Minuten 29. Das ist eine Pace von 1 Minute 14 pro 100 Meter. Nach dem Swim-Exit musste man ca. 300 Meter zur Wechselzone laufen. Bike waren 5 Runden zu je 4 Kilometer. Ist zum Zusehen natürlich super, weil man für die Runde nur ca. 6 bis 7 Minuten braucht. Asphalt war leider sehr schlecht und die Straßen sehr kurvig und extrem eng. Es gab zwar Windschattenverbot, aber wie ihr auf dem Video seht, war das kaum einzuhalten. Ich habe für die 20 Kilometer 31 Minuten und 27 Sekunden gebraucht. Das waren 38,2 km/h und 250 Watt. Run waren dann laut Ausschreibung 3 Runden zu 1,66 Kilometer. Laut meiner Garmin waren es aber nur 4,52 Kilometer. Die bin ich in 3,57 pro Kilometer gelaufen, also gesamt 17 Minuten 49 Sekunden. Damit bin ich eigentlich ganz happy, weil die Außentemperaturen schon sehr hoch waren. Die Gesamtzeit war dann 1 Stunde 4 Minuten.